Wirtschaftsforscher haben erstaunt festgestellt, dass Künstler weniger verdienen, aber glücklicher leben als andere, die auch wenig verdienen. Man sollte also alle, die wenig verdienen, auf Künstler umschulen. Das spart bei den Krankheitskosten. Künstler lassen sich nicht krank schreiben, die nennen das Schaffensprozess. Sie sind eben glücklicher, weil ihr Lohn nicht das Geld ist, sondern das lange Ausschlafen. Und wer dann noch unzufrieden ist, hat eine Flasche Whisky da stehen und zieht sich dazu einen Joint rein. Ich finde es schön, dass mein bekiffter Mitbewohner nicht auch noch malt. Vielleicht sieht er seinen Wäschehaufen als Kunstwerk. Morgen geht's weiter.